Es ist schalt. Ja, wer als erster da ist, ist ja klar. Das ist ja fett. Ja, fett. Wie ein Ei. Mama, es ist fett. Das ist das sogenannte Samstagsfrühstück bei den Müllers. Jeder kriegt ein kleines Spiegelei, ein wirklich kleines Spiegelei. Warum auch immer diese Wachteleier? Ja. Bitte schön. Das willst du nicht wahrhaben, ne? Denkst du, nee. Dann geh auch raus. Ratzebatze, bin ich jetzt hier. Kamera, Kaffee, ole ole. Na dann. Ja, kommst du mal raus oder so. Das ging zu intensiv. Bis dann. Okay. Ja, will ich mal rausräumen. Einen alten Schülerpraktikanten von mir gerade getroffen. Ne? Kam jetzt von Arbeit, sagte, oh, Kiosk, Nachtschicht, situationsbedingt. Muss er sich erstmal ausruhen, schlafen. Ja, die werden alle groß, die kleinen People von einst. Hey, jetzt Neuigkeiten erstmal. Achso, ja. Bitteres aus einer Pokalkrimi bei Hertha. Union hat 3000 Schiebwitze. 3000 Fans in Sonderschau gerassen. Berlin rüstet auf mit Spürhutten und Sperrzonen gegen die Schweinegrippe. 31 Grad Berlin macht seine Freiwehr zu. Die Akte des Messerstechers aus der Kram. Ja. Schweinepest. Oh, jetzt ist die Corona-Welle da. Die Schweinepest kommt jetzt. Und dann kommt dahin die Vorenpest. Alles kommt hintereinander. Muss ich sagen, kommt immer, irgendwann kommt es noch raus. Darfst kein halbes Hühnchen mehr essen? Nicht mehr. Da kannst du sagen, die Welt ist so verrückt. Ne? Ja, jeden Tag aufs Neue kriegt man es wieder mit der BZ. Seid ihr dabei? In Amerika. Mach euch ein Bild. In Amerika sind vielleicht auch zwei Corona-Tote. In Frankreich ist das auch schon und überall. Ja, also, was? Corona-Tote? Ja, klar. In Amerika. Gibt's der Trump, der kriegt sich alle im Griff da. Ja, der sagt nicht wirklich. Ja, das ist ja dieses Jahr Wahl hier in England. Quatsch, in Amerika war. Dieses Jahr? Ja, ja, ja. Ich hab keine Ahnung. Ja. Jetzt geht's im November. Die wählen den da. Ach, das ist ja der Biden. Bitten. Wie heißt er? Bitten? Biden? Joe Biden? Ja. Deswegen habe ich mal Autogramm verkauft von dem. Weil der jetzt vielleicht Präsident wird. Ja. Der Joe. Und der andere, wie heißt der? Großbritannien, der Geld da hat, oder der Brexit, also wenn so, der ist genau dasselbe. Ja. Behandeln sie auch noch bis Jahresende. Wie heißt denn der? Ja. Und wir wissen alle gar nicht, was zu machen soll. Ich lese zu wenig. Mit den Griechen da, mit den Asylanten da, die wir da haben, du sollst welche aufnehmen. Ich soll welche aufnehmen? Ja. Hab einen Keller hier, ne? Da kommen wir, können wir alle rinnen in den doch, Keller. Ist hier. Doch wahr, das ist genau, ich hab ja nicht schön. Zu uns. Das ist genau dasselbe. Wie vor 2 oder 3 Jahren mit den Asylanten, ja, 2015, wir sind jetzt ein paar Monate später. Pass auf, jetzt wirst du gleich angeschissen. Die steht schon zum Kacken bereit, gleich wirst du angeschissen. Die Tauben. Alle gerade gewesen. Die scheißen dir auf den Kopf gleich. Morgen ist das immer noch ein bisschen frisch, das ist doch gerne warm. Ist doch angenehm, Mensch. Ja, klar. Für jeden, das ist doch frisch, ja klar.
Hast du gehört? Ja, da oben hat es geklappt, ja. Ja, hier hat sie hier aufgeschissen. Ja, knapp neben dich. Du bist echt mutig, da zu stehen. Da hast du Vogelkacke auf dem Kopf. Ja, ja, gut. Ach, Wolf, ja. Ja, ja, ja. Lass mal die Politik beiseite. Lass mal die Politik beiseite und ich fange mal an mit Arbeiten. Ich muss machen. Zwei Räder jetzt schon. Der kriegt ja nachher. Naja, so eine 12. Stunde, 13. Stunde. Hohen Besuch. Wenn deine Freundin kommt. Ja, 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 ja. Die Gräfin von Gräfin von Weißensee und Hohenschönhausen in Spee. Ich habe ja jetzt halt schon ein bisschen umgewühlt zu Hause. Hast du halt sauber gemacht? Ja, na, das ist ja was. Hat nicht gesehen, hat Toilette sauber gemacht. Moin. Nicht, dass er was findet. Ach, die findet sowieso was. Ich bin kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Er hat die Küche sauber gemacht, am Kochen da. Den Herd sauber gemacht, abgewaschen, alles. Hast du gut gemacht. Wolfgang, du bist ein guter Mann. Das muss ich groß sagen, mein Frühstück da wegschmeißen. Besser als Prinz August. Ha? Besser als Prinz August, doch. Naja. Der Wolfgang ist die bessere Partie. Naja. Ich bin ja auch, ich bin wie gesagt, mach ja auch sauber, ja. Bloß, wie gesagt, das ist ja bei mir nicht so, wie soll ich sagen, wie eine Frau das ist, wa? Keine Ahnung, wir machen die anders sauber. Wenn eine Frau die Rente geht, ich meine, eine Frau die Rente geht, jeden Staub hinterher, ja. Man hat wohl schon erlebt, ja. Der muss sauber, der muss sauber. Kann ich jetzt von meiner Frau nicht behaupten. Ja, das ist nicht. Dann würde sie auch rennen. Die Hand ja nur. Du musst eine Stunde Toiletten weg, ich weiß, kannst du mal in der Reise so ungefähr, ja. Naja, dann, naja. Was macht der Achim? Kommt der nicht mehr? Montag ist er wieder da. Am Montag. Hoffe ich sehr, weil eigentlich sollte Marlies das klären. Weil ich Montag eine Vertretung brauche, weil ich nicht hier bin. Da habe ich zu tun mit von YouTube eben mit dem Computer müssen wir machen. Ach so. Ja, deswegen. Naja, der wird schon kommen. Was ihm was heute noch kommt. Ja, da, komm, ach so, du kriegst ja, Besuch. Bis dann. So, jetzt haben wir hier Türschloss kaputt. Das ist viel schlimmer. Bei uns im Haus Türschloss defekt. Da muss ich jetzt erstmal auseinanderbauen. Ich musste nicht auseinanderbauen, aber ich baue es auseinander. Muss man nicht mal gucken. Dann nehme ich mir den mit. Noch ein kleines Kreuzer gehen wir. Und eine Bohrmaschine. Die doch. Na dann, wollen wir mal. Nee, das ist rausgebrochen. Ist gut, mein neu. Eine französische Ventil etwa? Ventilkunde? Das ist auch ein Scheiß, wenn man jetzt haben zwei verschiedene. Ist ja das Fahrrad? Ja, naja, na, wenn das bei Porsche wird, dann tauschst du wieder zurück in normale Fahrrad. Ich auch. Ja, dann gehen wir mal reparieren. Damit ist die erste Reparatur erledigt, die war aber am Hause. Das Türschloss war die ganze Nacht offen. Kein Mensch sagt Bescheid. Das ist ja auch ein Ding. Ja? Leon hat es wohl gestern schon bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber mir hat das nicht gesagt, der hat es Marlies gesagt. Und Marlies hat vergessen, es mir zu sagen. Und dann bleibt die Tür die ganze Nacht offen. Mir ist es gestern Abend aber nicht aufgefallen, der Leser. Nur heute Morgen, gleich beim ersten Mal so, ey, was ist denn da los? Ist ja offen.
Das wird erst die Nacht wirklich kaputt gegangen sein. Hat der nächste hingetreten und das war's. Da haben wir wirklich Glück gehabt, dass hier alle Duty haben. Ja, ja, kannst du auf der Treppe stellen einfach. Ja. Ah, okay, genau. Super. Dann danke erstmal. Bitte. Alles klar. Danke. Bitteschön. So, gut, dann wollen wir mal. Erster Auftrag natürlich, platte Reifen. Ah, platte Reifen. Ist gleich repariert. Jetzt erstmal einen Schluck. Damit fangen wir an. Anfang 60er, Diamant, Vorderradblatt. Wieder was, was ich nicht filmen brauche. Fertig, next. Nächster Auftrag. Einmal erquicklich anders. Konus einstellen. Vorderrad wackelt. Extrem. Stellen wir mal die Konen ein. Hui! Ist er festgebremst. Problem ist, mir fehlen schon Kugeln. Kann ich also doch nicht so einfach so machen. Hier auf der anderen Seite ist nur noch eine Kugel drin. Also wir haben von ehemals 18 Kugeln oder so. Ja, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Eine Seite kriegen wir noch zusammen. Jetzt wird es natürlich teurer, aber jetzt müssen wir noch eine Opfernarbe nehmen, eine neue. New Old Stock. Die Narbenhülse sieht auch anders aus. Ach Mann, ey. Ach, was ist das ärgerlich gerade. So oder so, wir haben ja nur die eine Chance. Wir müssen jetzt hier das raus. Läuft! Moin! Hallo! Nach links, ja? Ja. Hallo! Moin! Ich habe ein Fahrrad zu verkaufen. Zu verkaufen? Ja. Aha. Kauft ihr auch Sachen an überhaupt, oder? Kommt drauf an. Was hast du denn da? Rennrad und mit Umwerfer kaputt hinten. Ohne Sattel. Ohne Sattel? Ja, der wurde auch mitgeklaut. Ach, scheiße. Ja, also ich habe überlegt, das zu reparieren und dann nochmal zu benutzen, aber ich habe noch ein Zweitrad und das nutze ich sowieso mehr, deswegen, ja. Also die haben halt hinten den Umwerfer, ich habe es nicht genau gesehen, aber die haben den meiner Meinung nach zertreten, weil sie das Schloss nicht aufgekriegt haben oder was. Mhm. Und den Sattel halt mitgenommen. An sich aber eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie kompliziert das ist zu reparieren, aber an sich ein tolles Rad. Bin nicht wirklich wild drauf. Kriegen wir schon hin. Also das ist, ich glaube, du kriegst das dann schon auch gut wieder los. Wenn der Rahmen jetzt nicht verbogen ist, ja, guck ihn dir mal an vorher. Aber ich glaube, das weißt du ja selber. Ja, also ich habe nichts halt gemerkt. Jetzt nicht stimuliert haben. Genau, das habe ich nicht. Das ist halt im Blick. Aber Problem ist einfach nur mit bei mir, dass ich so viele Räder habe und das jetzt hier auch kein, also
nicht böse gemeint, aber das ist jetzt kein besonderes oder so. Ist jetzt nicht irgendwie. Oh. Das ist schon klar. Sagen wir mal Kopenhagen, das kommt ja sowieso nicht rein, aber ich meine so, irgendwie, wo man sagt, wow, geil, Kofi, zahle ich auch richtig Geld für. Mhm. So, das ist jetzt einfach nur. Ja. Und jetzt hat Reparaturbedarf, was sie alle haben, wenn sie kommen. Und die hängen da alle schon, die müssen alle neu gemacht werden. Und na, draußen stehen die Räder, die müssen gemacht werden. Und jetzt kaufe ich mir noch eins dazu, deswegen ist das bei mir so ein bisschen so. Naja. Also naja, wenn du sagst, du willst nicht, dann schlamm ich weiter. Ich kaufe das gerne ab, aber ich kann jetzt eben keine Endpreise zahlen. Das ist okay. Ich habe es auch günstig bekommen. Das war ein Freund, der wollte es günstig loswerden. Also du weißt auch so, ja, wo du das her hast. Also wo das... Ja, das ist ein Kontakt. Also kein guter Freund, aber es ist ein Bekannter, zu dem ich Kontakt herstellen kann. Ja, auf jeden Fall. Motherfucker Racer. Hey, wo seid ihr denn? Hey, ihr lauft ja mit. Habt ihr ja gesehen, gerade ein Rad ab und angekauft hier. Ja, also... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Wo ist das Laufrad? Also in und aber musste ich opfern. Tatsächlich. War natürlich ein bisschen doof. Eine gute alte Narbe muss ich opfern. Naja. Ich habe mir jetzt angeboten 50 Euro und 60 Euro einfach, weil ich bin satt. Ich bin satt mit Rädern, ehrlich gesagt. Und das lockt mich hier auch nicht hinterm Ofen vor, so richtig. Also so richtig geil ist das eben nicht. Ja, das ist klar. Bremsen, Bremshebel sind schon schniek, wa? Mafak. Die guten Mafak Racer, also hier ist es ja noch nicht mal, ist noch nicht mal Mafak, oder? Ist einfach nur die neuere. Aber die Bremshebel, die sind schon toll, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Im ersten Blick war hier den, der ist schick, den fand ich immer toll. Den mit dem Halter passend dazu, die sind ganz nett. Was ist denn das für eine Narbe, eine XH Sport, das ist jetzt nicht das, die Königsklasse. Normandie. Also Laufrad, Vorderrad, Hinterrad stimmt nicht. Vorne ist es auch ein Klebereifen. Rekord. Felge mit einem Continental Giro drauf. Naja, wird wohl so verkauft werden, wie es ist. Der Vorbau ist ganz nett. Made in France, AVA, der ist ganz nett, mit dem ausgefrästen. Vorbau ist nett, Bremshebel sind nett, Bremsen, Schaltung, was ist denn das? Wie heißt die? Unishift? Unishift, Shimano Unishift, kenne ich nicht. Das Schaltwerk haben sie zertreten, oh ja, oh, das ist kaputt. Das Schaltwerk ist Asche, das kommt weg. Hauptsache der Rahmen hat nicht groß gelitten hier drunter unter dieser Aktion, weil die wollten das Rad wohl klauen. Eine 8 haben sie drin ins Hinterrad. Die dürfte man aber noch, ja, so, kriegt man noch raus. Also im Großen und Ganzen kein sehr teures Stück. Aber für den Kurs allemal gut. Trotz der Reparaturen. Kann man halt nicht mehr. Ich bombardiere mich hier alle mit Zeug. Wahnsinn. Da hätte ich einen ruhigeren Job. Was hast du schon wieder mitgebracht? Für Leckereien! Aus dem Sperrgebiet. Durch die Bank weg. Aus der Zone. Leckereien aus der toten Zone. Da kommen wir beim Metro. Aber schön Kästchen essen. Schön Kästchen.
Muss der Schmuck? Das geht nicht! Oder nicht hin, Alter! Ich bin viel zu fett! Echt? Ich komm's ja noch öffnen, ich siehst du, dass ein Horn ist! Paraguay! Paraguay! Da ist ja Valuta! Hier ist unser Fahrradteil. Zwei Füße. Und eine Stange. Einen alten Berlin-Plan. Komm dazu mal. Mann, ey, wenn du mal. Grenzerlich. Sachen, ey. Ich meine, was soll ich denn damit? Hier ist eine Büste. Ah, Mickey Mouse Hefte von 75. Wann bist du geboren? 80, oder? Spanngurt. Kann man immer brauchen. Du machst das schon. Hey, du professioneller Verkäufer. Die Fernbedienung. Ja, wer ist der Tripokrates? Ich wollte gerade sagen. Die erste Fernbedienung. Schaltruhen. Gott, die Kopfschmerzen. Nur, ich kriege Kopfschmerzen. Schon seit 10 Wochen. Das sind 20 Geräte und 10 Walkman. Funktioniert alles. Hier ist sogar noch Kassette drin. Mach das nicht auf. Weg. Konferenz. Hier ist ein DS, aber ohne Kabel. Und hier ist eine Potte ohne Kohle. So, jetzt hier noch oder was? Da kommt noch was. Oh, bitte, das fällt mir erst aus der Hand, ey. Die Quelle laden mit Schrott. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Tommy, ist kein Schrott, ey. Ist kein Schrott, ne? Nein. Der ist kein Schrott. Der ist ohne Kabel, funktioniert ja nicht wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mal. Nee. Also jetzt geht nicht an, nee, Akku ist tot. Braucht man nur einen Netzstecker. Oh! Vielleicht kannst du auch noch zusammenbasteln und was. Oh, nee. Oh Mann, ey, Bruno, ich muss hier arbeiten. Tüte ist leer. Sag ja oder nee. Ich kann nicht mehr. Tut mir leid. Ich kaufe den ganzen Tag von morgens bis abends. Da kommt nicht einer. Wenn so viele Leute kommen würden bei mir. Machen wir so, okay, dann 10er und 5er Schulden abziehen. Ach Gott, ey. Die habe ich heute gekauft. Sogar kannst du mir bringen. Oh. Dupont? Nee. Parker, mit den Pfeilen ist immer Parker. Montblanc, meine ich. Parker? Ja. Und außerdem gestern mit den Messinglampen. Ja, was? 3 Euro ein Stück, das sind 45 Euro gewesen. Was mit 20? Oh, ja.
Ich hab den 20, gib mir den 20 und nimm sie beide wieder mit. Okay, kann ich machen, gleich morgen. Sonntag, Montag. Okay? Geld? Ja. Ich komm natürlich vor Kassel. Danke. Also 15 noch, ja? Ja, 15 noch. Ja? Bronze ist doch Messing, Kupfer, oder? Ich hab keine Ahnung, ey. Lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Okay, Tommy, danke, ja? Hier! Danke. Schenke ich dir. Die Büste schenkst du mir? Ja, kannst du Angie verschenken. Tja, wie gesagt, das ist schlimm hier. Hier kommen die Leute morgens, mittags, abends ankaufen. Schlimm ist es ja nur, weil ich alles nehme. Bin ja selber dran schuld, ich weiß. Aber ich will auch mal mein Leid klagen. Ein selbstgewähltes Leid. Oh, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Ja, ja. Sind halt auch arm dran, die Leute. Boah, guck mal aus. Tubus Lowrider. Befestigung. Die sind gar nicht schlecht. Die kriegt man bestimmt verkauft. Aber nur weil das Netz nicht überladen wird. Ja! Kannst du mir ein Geld abholen? Ja, das ist noch nicht ganz fertig, wie gesagt, ne? Mhm. Weißt du, ist schon gut vorangeschritten. Achso, jetzt das hier oder? Nee, Titte, sag mal. Ist doch kein Rennrad. Nee, ich wollte gerade sagen. Ganz hocharm natürlich, aber jetzt hier die Stadt. Ja. Stadtversion. Mhm. Total genial. Richtig schön. Mit Ausstattung. Naja, und so ziemlich alles wie neu dann. Ja. Neu und wie neu. Nicht das richtige, Uli? Was stört? Sag, dann weiß ich, was du suchst. Also was ist nicht optimal? Ja, ich müsste eigentlich mal vorbeikommen, weil ich habe noch ein Zweitrad. Das ist auch so ein Rennrad in ja, so ein, wie nennt man das? Halt irgendwie. Sag doch. Ich habe es erstmal nicht als Rennrad identifiziert, bis ein Freund mir gesagt hat, doch, das ist ein Rennrad, ein altes Rennrad. So. Genau, also noch zu wenig sportlich, würde ich sagen. Denke, machst du lieber jetzt hier so in hier oben und dann aber einen, der so ein bisschen ohne nach oben springt. Ja. Schön rankommt. Das ist ganz cool. Ja, ist ganz bequem. Ne? Ist ganz bequem, macht Spaß, sitzt aufrecht, ist in der Stadt nicht unbedingt von Nachteil. Ja. Wenn du an der Ampel über Kreuzung reinfährst und hast den Kopf oben anstatt den Kopf so weit unten. Ne? Also das ist gar nicht so verkehrt. Ja, muss ich mal. Sinnvoll ist es. Ja. Ja, aber wie gesagt, ja, ist so halt so, die, halt genau, also wie gesagt, so sowas in der Art habe ich halt zu Hause rum. Okay, naja, dann warum? Was? Nutze ich halt nicht, weil das Ding, ich bin echt nicht fahrradwerkstattlich, handwerklich irgendwie. Ist kaputt oder was? Ja, das sind einige Stellen, wo man irgendwie nachjustieren müsste. Ja, na, dann bringst du ihn einfach vorbei. Reparatur ist ja auch kein Problem. Machen wir ja. Hat ja Vorrang, deswegen bleiben die Projekte immer so lange liegen und stehen. Ja. Ja, okay, nee, dann sonst komme ich halt nochmal mit dem vorbei. Wenn ich jetzt mal halt angucken und mal checken, ob sich das lohnt oder nicht. Oder genau, ja, das ist halt nicht nochmal der Punkt.
Schön, fertig, sauber, frisch, bereit für den Einsatz. Jetzt kann es losgehen, jetzt kann es gefahren werden. Ein spezielles Video heute. Und zwar knackende Vorderradnabe. Was ist da der Fehler? Achtung! Man kann es aber erahnen, also wenn man das Ding schiebt und unter Last vom Fahrrad schon alleine, fängt die an zu knacken. Was ist da los? Um das herauszufinden, bauen wir erstmal das Vorderrad aus. Ah, oh, aber was ganz seltenes hier. Na, das habe ich ja noch nie erlebt. Und zwar, das habe ich noch nie gesehen. Der Konus ist gesprengt. Hier. Noch nie habe ich das gesehen. Richtig? Da. Gesprengt. Ja, wenn das natürlich gesprengt ist hier, kaputt ist, dann kann es nicht mehr funktionieren. Das ist ein Ding, habe ich noch nie so gesehen. Das ist ja völlig Standard, das habe ich schon tausendmal gesehen. Könnt ihr mal sehen, ich nur nicht. Ja? Es gibt doch so einen Spielplatz in der Nähe, wo man auch Skateboard fahren kann. Können wir da mal hingehen zusammen? Ja. Oder da, wo Mara gefeiert hat, weil dort hat auch Spaß gemacht. Da waren wir schon mal. RAW-Gelände, wolltest du damals nicht fahren? Jetzt will ich aber. Und? Aber jetzt heute. Und es macht Spaß. Na, ist das denn wieder offen, das RAW-Gelände, oder ist das... Drin, meinst du? Ja, die Halle? Ja, die ist offen, man kann da rein. Ja, das war... Das war auch... Sie war auch eingeladen. Hallo. Ja, bitte? Folgendes Problem. Ein Fahrrad angeschlossen am Fahrradparkplatz bei Karstadt. Schloss manipuliert. Ich komme nicht mehr weg. Gibt es eine Form, in der Sie mir weiterhelfen könnten? Eventuell. Kann ich da mitkommen? Was? Also, ne, wenn es nicht gleich ist, ich bin auch für später dankbar. Ich bin alles dankbar. Karstadt ist ja nicht gleich um die Ecke, das muss ich mal schauen. Ich habe um 21 Uhr Feierabend. Das ist das Problem. Okay, ich habe gar keinen Bock mehr, noch was zu machen, das kann ich gut verstehen. Nee, das nicht, dann würde ich kommen, Alter. Ja, ja, ja. Kein Bock mehr, was zu machen. Ich habe denn Arbeit? Morgens arbeite ich mal. Du schneidest doch dann noch. Genau, und danach schneide ich noch. Bis 1 Uhr oder 0 Uhr. Nee. Mach's mal schön selber. Die gleiche mich auf mich verlassen, das nicht. Fällt's nämlich, rutscht nämlich schnell. Oder so. Ja, was für ein Schloss ist es? Von Arbus, also es ist ein gutes Schloss. Was für ein Arbus? Kettenschloss? Ja. Wie dick ist die Kette? Bisschen dicker als sie? Ja, dicker als sie. Bisschen oder extrem? Nee, nicht extrem. Okay, alles klar. Ich fange die an und jetzt habe ich das hier fertig gemacht, weil es einfach leichter zu verkaufen ist, weil ich nicht viel Spaß hat. Ich Praktikum bei dir und schraub dir die Hände zusammen. Tja, na, wenn du willst, kannst du das machen, wie gesagt. Praktikumsplatz ist jetzt gerade frei geworden, weil... Okay. Na ja, das läuft. Ich habe noch schnell ein Schloss aufgebrochen. Musste ich von der Kundin, die habe ich vorhin gesagt, die kommt vorbei nach Feierabend. So, jetzt ist es gleich 10 Uhr. Dann mache ich jetzt eine Stunde später quasi Feierabend. Alles nur für die Kunden, für den Kundenservice. Kundenservice.
Feierabend. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns morgen wieder oder so, ja? Daumen hoch, Kommentare da lassen bitte. Nicht vergessen. Wird wieder weniger. Schreibt einfach alles, was euch einfällt. Irgendein Quark. Bis dann. Ciao.